6.000 Impfungen also bei fast 9 Millionen Menschen in Österreich, das ist natürlich noch nicht viel. Andere Länder sind uns da voraus. Am schnellsten ist derzeit Israel. Bald haben 10 von 100 Israelis den Impfstoff schon erhalten, also 10% der Bevölkerung fast. Und das binnen nicht einmal von 2 Wochen. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums werden inzwischen täglich mehr als 150.000 Menschen geimpft. Während die Impfkampagne läuft, ist aber gleichzeitig die Zahl der Neuinfektionen auf dem höchsten Stand seit Oktober.